So Leute, mein Name ist Blacky, ich betreibe hier diesen wunderschönen Kanal und ja, mein Lieblingsformat ist Legacy. Ich könnte euch jetzt eine große Definition darüber geben, was Legacy im Endeffekt ist, aber ich habe mir die Erlaubnis geholt, hier ein paar weise Worte von einem Legacy-Veteran einzufügen und deshalb kommt jetzt dieser kleine Einspieler, der euch im ganz kurzen erklärt, was Legacy ist. Hey everyone, my name is Julian and today we are going to learn about my favorite format, Legacy, where people get to do this on the first turn, but instead opt to do this. In diesem Blacky Talk geht es hauptsächlich darum, was Legacy ist und warum meiner Meinung nach Legacy das beste Format ist. Ich wurde das in letzter Zeit ziemlich häufig gefragt, muss ich leider gestehen, also wirklich häufig. Und deswegen dachte ich, mache ich einfach einen Blacky Talk draus. In diesem Video geht es nicht um Decks oder um andere Sachen wie, was sind die Top-Meta-Decks oder was ist mit einer Bannet-List und welche Karte gehört da drauf und welche nicht. Das kriegt ihr genug mit in irgendwelchen Videos von mir mit Deck-Tags oder eben Talks oder anderen Sachen, sei es Radio Ravnica im Podcast oder sonst wo. Und ihr könnt euch natürlich auch das Video von Julian unten, verlinkt in der Beschreibung, gerne mal anschauen. Da werden ein paar Sachen erklärt, natürlich vor dem Ban, der jetzt passiert ist. Aber ein Großteil der Arc-Typen werden das überleben und dementsprechend könnt ihr euch das ruhig mal anschauen. Legacy oder Typ 1.5, meine ich, wäre es gewesen, ist ein Format, was 1997 oder so entstanden ist, relativ früh. Und es ist tatsächlich aus dem Vintage entstanden. Und zwar haben ein paar Leute gesagt so, hey, Vintage hat eine Menge Karten restricted. Das finden wir doof. Wir wollen die gar nicht mehr haben. Und sind dementsprechend hingegangen und haben einfach nur die komplette Restricted-List, die es im Vintage gibt, genommen und sie auf eine Banned-Liste geschmissen. Es gab damals schon einen großen Aufschrei und ja, sie haben das dann auch so weitergeführt bis 2004, wo dann die ersten eigenen Karten auf die Bannet-List kam. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir unten in die Kommentare bitte. Und wurde dann 2006 auch dann mit sanktioniertem Gameplay belohnt, sage ich mal. Dementsprechend, dass dort eben sanktioniertes Game möglich war. Die Leute, die es nicht wissen, sanktioniertes Game bedeutet, dass man offizielle DCI-Turniere damit machen konnte und das eben nicht ein Format ist, was Fanmade ist, wie zigtausend verschiedene Commander-Varianten, Lieutenant, Leutnant oder wie auch immer die Dinger jetzt heißen. 2019 kam dann der große Downfall. Wir hatten nur noch einen einzigen Legacy Grand Prix in komplett Europa. Warum das so ist, woher das kommt, Reserved List. Mehr muss ich dazu, glaube ich, nicht sagen, weil das Format selber erfreut sich einer unendlichen Beliebtheit. Leider sind die Kosten für dieses Format sehr, sehr hoch. Vorteile und Nachteile bespreche ich aber gleich. Erstmal bleiben wir bei der Historie. Wie gesagt, 2019 kam dann der erste große Downfall und ich gehe davon aus, dass es auch weiterhin downfallen wird. Legacy-Spielern wurde schon seit Ewigkeiten gesagt, das Format ist tot, Wizard supportet das Format nicht mehr, niemand will dieses Format spielen, ihr werdet den Vintage-Spielerweg gehen. Bisher sehe ich das anders. Bisher sehe ich eher, dass die Community zusammenwächst, dass es mehr Leute gibt, die dieses Format spielen und auch spielen wollen und wirklich Spaß daran haben, weil das Format einfach großartig ist, wenn auch sehr teuer. Zum Format selber, man darf alle Karten spielen seit ABU, also Alpha, Beta, Unlimited, darf man bis heute jede Karte spielen. Zumindest jede Karte, die legal ist. Es gibt eine Bannet-List. Die Bannet-List ist auch gar nicht mal so kurz. Meiner Meinung nach sind auch ein paar Artefakte drauf, aber da hat jeder so seine eigene Meinung. Ich meine, ihr seht die ja jetzt hier durchscrollen von der offiziellen Seite und ihr werdet vielleicht auch die eine oder andere Karte treffen, wo ihr denkt, oh, die ist gebannt. Das ist, ja. Ja, davon habe ich eine Menge Karten. Legacy ist ein mindestens 60-Karten-Deck-Format, bei dem man jede Karte viermal spielen darf. Also nicht wie Commander oder Limited oder andere Sachen, sondern es ist ein richtig normales Constructed-Format. Also wie Modern, Standard und so weiter auch. Daran hat sich nichts geändert. Legacy ist ein sehr kompetitives Format. In Legacy kann man praktisch die brokensten Combos spielen. Weil wenn man sie spielen kann, kann man sie konstant spielen, anders als zum Beispiel in Vintage, wo Karten eben restricted sind und man sich ganz genau aufpassen muss, ob man seinen Brainstorm jetzt spielt oder eben später. Und im Legacy spielt man einfach den zweiten. Gerade diese Auswahl von Cantrips dominieren aktuell das Format, wodurch Blau eine sehr starke Farbe ist. Nicht nur durch Brainstorm, nicht nur durch Ponder, nicht nur durch Force of Will, sondern eben auch, weil sie gute Threats haben. In den letzten paar Jahren war Grün mit die stärkste Farbe, eben weil Blau-Grün dabei war. Das hat sich jetzt aber erledigt. Und wie auch Mintwo ja schon gesagt, ihr werdet auf Leute treffen, die einfach weiß spielen und in der ersten Runde nur Mother of Runes spielen, wo man einfach in der ersten Runde gewinnen kann im gleichen Format und die Decks ziemlich gut gegeneinander gematcht sind. Aber das geht schon wieder zu weit in die Decks. Wie gesagt, wenn ihr Decks sehen wollt, ich mache auf diesem Channel Deck-Tags, ich mache, naja,
Gameplays. Damit könnt ihr die Decks mal sehen. Die Gameplays sind auch kommentiert, das heißt, wenn ihr eine Karte mal nicht wisst, im Normalfall erklären wir alles relativ gut, zumindest das, was passiert. Wir erklären nicht jede Karte einzeln, das ist einfach zu viel. Und ihr findet auch ansonsten ganz viele großartige Content-Creator, die im Bereich Legacy unterwegs sind, weil die Leute, die Legacy spielen, sind passionate. Die haben Bock auf das Format. Die wollen das Format spielen. Die sind es gewohnt, dass sie sich um alles kümmern müssen. Wir machen seit Jahrzehnten eigene Turniere. Turniere, die teilweise größer sind als die dazugehörigen Modern-Turniere oder ähnliches. Einfach nur, weil wir als Community das schon gewohnt sind, uns selber um alles kümmern zu müssen. Jetzt habe ich mir aufgeschrieben, ich möchte die Vor- und die Nachteile bequatschen. Und ich bequatsche mit euch erst die Nachteile. Das liegt daran, dass sie natürlich auf der Hand liegen und die Kommentare jetzt schon gefüllt sein dürften mit: Das Format ist so teuer. Ja. Kann ich nicht ändern, leider. Leider. Ich würde es lieben gern ändern. Ich habe einen Blackie Talk gemacht zu Proxys. Guckt euch das an. Es gibt genug Sachen, wo man einfach Decks mal testen kann, Formate testen kann und ähnliches. Und auf den aktuellen Webcam-Turnieren sind meistens auch Proxys zum Beispiel erlaubt, wenn ihr einfach mal in das Format reinschnuppern wollt. Wenn ihr das Format aber auf großen Turnieren offiziell spielen wollt, bleibt euch leider aktuell leider nichts übrig. Das ist auch für mich nicht schön, weil auch ich werde von Decks abgeschnitten, die ich gerne mal hätte spielen wollen. Dann, abgesehen jetzt von diesem ganzen Reserved List, es kommen keine neuen Karten rein, es ist schwierig, die Landbase zu bekommen und so weiter und so fort. Das zweite Problem, was Legacy aktuell hat, was Magic aktuell hat, das Fire Design. Das Fire Design ist eine wunderschöne Idee von Mark Rosewater und seinem Team und so weiter und so fort. Das ist kacke. Alle sagen, es ist kacke. Natürlich macht es interessantes Gameplay. Natürlich ist es für manche Formate einfach wunderschön, mal neue Karten, frischen Wind reinzubekommen. Gerade auch für Legacy, gar kein Problem. Aber dann bann schneller. Lass den Quatsch nicht einfach 2 Jahre lang im Format drin, was einfach allen den Spaß ruiniert, an jedem Format. Nur damit ihr ein paar Packs verkauft. Weil entweder hört ihr auf die Community und die kaufen dann euren Staff, oder ihr lasst das einfach mit dem Fire Design. Das Fire Design ist cool und schön, aber das tut niemandem gut. Ihr müsst schneller darauf reagieren, dass Karten zu kaputt sind. Ich war ja schon ganz froh, dass sie Anfang 2020 das Format gerettet haben, indem sie Breach gebannt haben. Aber ich glaube, das war auch mehr Zufall als alles andere. Das Fire Design Problem zieht sich durch ganz viele Formate durch und gefällt wenigen Spielern. Es gibt Vorteile davon. Ich persönlich finde das Fire Design okay, wenn sie schneller reagieren würden, was sie aktuell nicht tun. Dementsprechend leidet aktuell auch das Legacy-Format am Fire Design. Dann haben wir den Punkt, den ich auch schon viel gehört habe und wo Leute wirklich gesagt haben, hey, ich gebe Legacy eine Chance, ich probiere das mal, und dann wieder aufgehört haben. Legacy ist hoch interaktiv. Natürlich sagen jetzt alle, oh, Interaktion und interaktives Magic ist ja genau das, was ich will. Ja und nein. Hochinteraktives Magic, wo ihr Turn 1 keinen Zauber machen könnt, ohne darüber nachzudenken, ob euer Gegner dagegen etwas tun kann und ob euer Gegner im Backswing gewinnen kann, ist sehr schwierig. Die Entscheidungsvielfalt, die ihr in Legacy habt, ist immens und wie gesagt, richtig viel. Und ihr müsst sehr, sehr viel Knowledge reinbuttern, sehr viel Zeit reinbuttern und vor allem müsst ihr auch mit eurem Gegner interaktiv Magic spielen wollen, damit ihr dieses Format enjoyen könnt. Ansonsten habt ihr an diesem Format keinen Spaß. Und das gibt es auch. Genauso wie Casual-Leute, die einfach nur casual ein bisschen Magic spielen wollen, an dem Turnierformat Legacy keinen Spaß haben. Es gibt genug Leute, die sagen, ja, theoretisch spielen wir Legacy. Wir haben die Legacy-Banlist, aber wir spielen casual 60 Karten auf dem Küchentisch. Da komme ich her. Genau das haben wir gemacht. Das ist cool, aber es führt dazu, dass irgendjemand anfängt mit, oh, guck mal, da ist eine Liste. Oh, guck mal, Power Level, oh guck mal, cool, da kann man ja stärker werden und dann haben die anderen ein Problem. Deswegen zähle ich das hier mal gar nicht dazu. Ich rede hier pur von dem Format und damit auch von dem Turnierformat, von dem Competitive-Format und von dem High-Play-Format. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken sollte. Legacy. Und damit kommen wir genau zu dem nächsten Problem. Legacy ist ein Turnierformat. Legacy ist ein Format, wo man ein wenig Spaß hat, indem man einfach nur ein paar Karten auf den Tisch tritt. Sondern man möchte hochinteraktives Magic, sehr interessante Strategien, abgefahrene Strategien, richtig, richtig kranke Decks. Die möchte man gegen Leute spielen, die man kennt und die man leiden kann. Und das ist tatsächlich etwas, was auch nicht viele Leute mögen. Dieses Hochkompetitive im Legacy wollen wenige Leute haben. Es gibt ganz wenig Leute, die sagen, hey, ich habe so ein bisschen Spaß nach Magic. Ich möchte einfach nur casual ein bisschen rumdödeln. Ich spiele jetzt Legacy-Turnierformat. Nein. Später sagt man das. Ich sage das persönlich auch, dass ich mehr Spaß daran habe, einfach ein bisschen rumzublödeln, ein bisschen zu spielen. Aber ich kann das Format und ich kann die Turniere. Ich habe eine lange Zeit lang viele Turniere gespielt. Und wenn man die Turniere nicht mehr so ernst nimmt und einfach nur ein bisschen Spaß haben will mit seinem Deck in einem Format, dann ist das so was anderes. Und das kommt nicht von Anfang an. Und das haben bestimmt nicht viele. Und deshalb kommen wir zu den Vorteilen. Vorteile sind größer, besser, toller als je zuvor.
um das Fire Design mal einmal zu erwähnen. Das Fire Design macht eben nicht nur vieles negativ, sondern es bringt auch seit über 3 Jahren sehr frischen Wind ins Legacy. Legacy war und ist dafür bekannt, das Format zu sein, in dem man ein Deck spielen kann, das man vor 15 Jahren fast ähnlich genauso gespielt hat. Ich kenne Leute, die zu Hause in ihren kleinen Hütten und in ihren Schränken einfach ein Deck liegen haben, ein Legacy-Deck von damals. Und wenn ich vorbeikomme, packen die es aus und sagen, ah, das kann man doch bestimmt nicht mehr spielen. Ich sage doch, das wird fast genauso noch gespielt. Es fehlen ein paar Verbesserungskarten, aber grundsätzlich wird das genauso noch gespielt. Natürlich sind das keine Tier-1-Decks oder zumindest sehr selten. Aber Dinge wie High Tide oder andere sehr oldschool-lastige Decks sind immer noch gut spielbar. Und damit kommen wir zu dem richtig coolen, was ich bei dem Format finde. Diese Oldschool-Decks, diese alten Strategien sind spielbar. Es gibt unglaublich viele verschiedene Varianten, wie man in Legacy ein Deck bauen kann, wie man gewinnen kann. In dem gleichen Format, in dem es Turn 1, ich drehe mein Deck um und gewinne Decks gibt, gibt es Decks, die Turn 30 darüber gewinnen, dass sie andauernd mit 2 Schadenspunkte den Gegner langsam kaputt poken. Wir haben Decks, die aggressiv den Gegner angreifen, kontrolliert den Gegner versuchen, in einem Tempospiel zu besiegen. Wir haben Kreaturen-Combo-Decks, wir haben AB-Combo-Decks, die versuchen, möglichst große Kreaturen ins Spiel zu cheaten. Wir haben friedhofsbasierende Decks, die darüber versuchen, den Friedhof weiter zu abusen. Unendlich viele Decks, abartig viele Decks. Viele Leute sehen das als Nachteil, ich sehe es als Vorteil. Es gibt dieses wunderschöne Lied von Randy, I've Played Everything. Das passt ganz gut, weil ich habe die fast alle gespielt und ich finde sie alle großartig. Ich liebe Magic, ich liebe Legacy und ich liebe dieses Turnierformat dafür, was es ist, weil es ist ultraversibel. Natürlich hat jeder so ein kleines Pet-Deck. Bei mir Death in Texas spiele ich seit über 7 Jahren. Fun Fact, auch schon gegen Julian. Nein, ich habe nicht gewonnen. Ich hasse Elf. Und dennoch kann man das Deck weiterhin spielen. Dennoch ist das Deck immer noch gut. Natürlich hat es Hoch- und Tiefpässe. Aber wenn ich zu jemandem gehen kann, der vor 8 Jahren Turnier gespielt hat, der sein Deck rausholt und sagt, hey, das habe ich auf dem Turnier gespielt, ist das noch spielbar? Wenn der jetzt nichts Großartiges gebannt wurde. Ja, natürlich. Warum sollte man das nicht? Natürlich wird es niemals das Turnier gewinnen. Aber das ist irrelevant. Im Legacy haben wir meistens nur wenige Tier-1-Decks, meistens so 3-4 Stück. Das sind die Decks, die die höchste Win-Percentage haben und gleichzeitig auch am meisten gespielt werden. Und wir haben unendlich viele Tier-2, Tier-3-Decks, die auf einem kompetitiven Standpunkt mithalten können oder sogar einfach Turniere gewinnen können, weil niemand mit ihnen rechnet. Wie oft habe ich Dredge als ein Top-8-Deck gesehen, weil niemand mehr Anti-Friedhofskarten gespielt hat? Dementsprechend können solche Decks auch was reißen. Selbst Burn, ein Deck, was von ganz vielen Leuten als sehr primitiv abgestempelt wird, ist ein Deck, bei dem es um Damage-Maximierung geht, wo man eben versucht, möglichst in kurzer Zeit möglichst viel Damage rauszuhauen. Hin und wieder mal schafft auch dieses Deck Top 8 und das ist eigentlich ein Anfängerdeck. Deshalb finde ich das Format einfach großartig und ich liebe es und ich wollte es mit euch mal teilen und euch mal erzählen, warum ich das so liebe. Und der letzte Punkt, den ich finde, aber der ist sehr subjektiv. Ich habe in meiner Laufbahn sehr viele Legacy-Leute kennengelernt, die Legacy spielen, die Oldschool spielen, die alte Formate spielen, die wirklich mit Herz im Format und bei den Karten sind. Ich habe fast niemanden getroffen, den ich nicht wieder treffen würde. So viele Menschen, die einfach großartig sind, die ich durch dieses Format kennengelernt habe, die ich durch Turniere kennengelernt habe, ganze Playgroups, wo ich mich nicht mit meinem Team hingestellt habe, mit denen ich dorthin gefahren bin, sondern tatsächlich einfach zu wildfremden Leuten mich mit in denen ihr Team gestellt habe, mit denen geredet habe. Wir sind nach Bologna gefahren mit unserem Team. Wir haben dort Leute getroffen, die wir auch hier vor Ort immer mal wieder bei Turnieren treffen in unserer Umgebung oben im Ruhrpott. Ich habe mich draußen mit denen hingestellt, mit denen unterhalten. Ich habe neue Leute kennengelernt. Ich habe im kompletten Grand Prix Bologna niemanden kennengelernt, der nicht freundlich reagiert hat, der nicht freundlich mit mir geredet hat, der nicht respektvoll mit meinen Karten gegangen ist, der nicht einfach mit mir noch über mein Deck, über sein Deck oder irgendwas geredet hat. Wie gesagt, das ist jetzt subjektiv. Das ist meine Meinung. Meine Meinung! Und es gibt bestimmt auch nicht nur tolle Menschen im Legacy und es gibt bestimmt auch in anderen Formaten großartige, tolle Menschen. Aber wenn man mal in dieser Legacy-Community drin ist, muss ich sagen, es ist eine der tollsten Communities, die ich kenne. Das mag für andere Formate genauso stimmen, das mag für Magic als solche stimmen. Aber ich habe in ziemlich jedem Format schon Menschen kennengelernt, mit denen ich nicht nochmal spielen muss. Im Legacy habe ich das nicht gehabt. Ich habe im Legacy viel eher Freunde gefunden, eine Familie gefunden, Menschen gefunden, mit denen ich Spaß haben kann. Ich setze mich mit Leuten hin, spiele mein Friday Night Magic, aktuell halt nicht,
Legacy und treffe mich mit Freunden. Habe Spaß mit denen, probiere neue Decks aus, probiere neue Kreationen aus, probiere alte Decks aus. Es geht weniger um das Spiel, um das Format an sich. Das haben wir schon lange totgegrindet. Dafür spielen wir schon viel zu lange untereinander in unserer kleinen Blase. Aber es geht um die Freundschaften, die dabei entstanden sind. Das habe ich in keinem anderen Format erlebt. Und deshalb wird dieses Format mich bis zum Ende begleiten. Entweder bis ich aufhöre, Magic zu spielen, oder bis das Format endgültig gestorben ist. Auch wenn ich davon nicht ausgehe. Ich finde es schade, dass das Format langsam aber sicher halt zugrunde gerichtet wird durch Sachen wie die Reserved List. Ich habe aber auch ein Video darüber gemacht, dass ich kein Gegner der Reserved List bin. Auch wenn das heißt, ich opfere viel von meinem Format und gebe es dem Spiel. Aber wenn euch irgendwelche Videos oder irgendwelche Sachen, die ich hier erwähne, interessieren, unten in den Kommentaren sind weitere Links und da könnt ihr euch dann weiter damit beschäftigen. Ihr merkt schon, gerade gegen Ende bin ich ein bisschen melancholisch geworden, sage ich mal. Das liegt viel daran, dass ihr mir dieses Format sehr am Herzen legt. Ich kann verstehen, dass Neulinge nichts mit diesem Format anfangen können, weil es riesig ist. Es sind mehrere 20, 30, 40.000, ich weiß nicht, wie viele Karten wir mittlerweile haben, an Karten, die spielbar sind. Es sind über 100 Decks, die man lernen muss, wo täglich neue Sachen dabei kommen, wo Brews dabei kommen, wo neue Core-Decks dabei kommen und. Kann ich alles verstehen. Und dass man auch nicht in Magic einsteigt und sagt, ich gehe jetzt auf den sekundären Markt und kaufe mir für 20.000 Euro ein Deck. Abgesehen davon, dass es auch günstige Legacy-Decks gibt. Kann ich vollkommen verstehen. Jeder von uns startet im Standard. Ich finde es schade, dass man diesen normalen Weg von früher, dieses ich spiele Standard, dann Modern, dann Legacy, nicht mehr hat. Viele Leute steigen entweder schon im Legacy ein oder bleiben im Modern kleben. Mittlerweile bleiben sie sogar im Standard kleben und spielen dann nur Arena und gehen dann wieder aus dem Spiel raus, was ein ganz anderes Thema ist. Ich hoffe, ich konnte euch das Format ein bisschen näher bringen. Ich konnte euch ein bisschen was erzählen zu dem Format, an Sachen, die ihr noch nicht wusstet. Alles andere dürftet ihr wissen, wenn ihr auf meinem Kanal unterwegs seid. Ihr könnt euch ja die Decks mal anschauen, ihr könnt euch andere Sachen anschauen, die Gameplays anschauen und ähnliches. Wenn ihr Fragen habt, immer wieder Fragen. Die Leute sind super gern bereit, euch zu helfen und die Leute weiterzubilden und so weiter und so fort. Das ist super, super cool und deshalb würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blackseed. Ciao, ciao.